One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch den Rhythmus Steig ein. Das ist ein dynamischer Rhythmus. Ihr werdet damit viel Spaß haben. Ich zeige euch erstmal das Muster, wie er geht. Nochmal spiele ich den Rhythmus etwas langsamer fürs Gehör und dann zeige ich euch das Muster. One, two, three, four. Alright, das ist der Rhythmus. Und jetzt das Muster. Und zwar, erstmal haben wir hier Taps, wir haben stumm gespielte Schläge, wir haben Bässe und wir haben Höhen. Alright, so, und jetzt spiele ich dir mal das Muster einfach nur am Rand. Ja. Mal langsam erstmal fürs Gehör. Okay, one, two, three, four. Also wir haben die Haupthand, das ist meine rechte Hand, also hier die blauen. Ich mach's mal noch langsamer. Ihr habt gemerkt, ich betone die Haupthand und die Nebenhand. Ja? Gunga, 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 gunga. Noch etwas langsamer. One, two, three, four. So, jetzt haben wir das. Und das Ganze, damit mach dich vertraut. Das ist das Muster. Und das Ganze jetzt verteilt auf Bässen, ja, und Höhen. Ich mach's mal ziemlich langsam. Boom, ka, boom, boom, ka, boom, ka. One, two, three, four. Das ist der erste Hälfte des Rhythmuses. Und bei der zweiten Hälfte verschiebt ihr eure Hände. Ich mach mal die zweite Hälfte. Das ist es. Bum, ka, bum, bum, ka, ka, bum, 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 ka, bum, ka, bum, bum, ka, ka, bum, bum, bum. One, two, three, ah. Okay, das ist der ganze Rhythmus. Steig ein heißt der. So, das ist es gewesen. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Übt langsam das Muster. Und dann
das komplette, die komplette Verteilung auf die Trommel und dann leg los, ja? Steig ein. Hier ist Ingo Gutmann. Ich wünsche euch viel Spaß und zum Schluss spiele ich noch ein bisschen damit rum zur Inspiration. Haut rein. 1, 2, 3, 4.